Schnell eine Gabel, schnell eine Gabel! Ah! Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hold Fast Frontlines. Und ja, ihr seht schon, heute ist es etwas verregnerisch. Eine neue Map, ein neues Glück. Ein kleiner Grabenkampf wird das hier wahrscheinlich. Und ja, es gibt auch hier nur 3 Punkte zu erobern. Nur so wenig? Oh mein Gott. Wäre schön, wenn man eine Map-Übersicht hätte. Aber egal, wir gehen jetzt erstmal schön in das Getümmel. Und guck mal. Oh Gottes Willen! Da fliegt die erste Granate an uns vorbei. Rein lieber in den Graben, ganz geschwind. Und dann schauen wir mal, was wir hier alles machen können. Okay, wir sind leider kein Artillerist. Also können wir auch nicht an die Artillerie ran. Beziehungsweise wir können ran. Aber wir sehen halt nichts, wenn wir schießen. Der erste ist am MG dran. Vorwärts, Männer! Vielleicht nicht. Das ist Stacheldraht. Oh mein Gott, das ist ja ein Dorf, was zerbombt worden ist. Das ist eine Kirche. Die steht in Flammen. Ein Häuserkampf also. Und auf der anderen Seite auch wieder Gräben. Das kann lustig werden. Also wenn wir die Stadt eingenommen haben, dann wird es erst richtig lustig werden. Okay, da vorne sammeln sich unsere Truppen. Vorwärts, Männer! Oh, erstmal springen. Vorwärts. Oh, Mäuschen. Könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet. Welchen Modus? Ob den Modus hier oder den ursprünglichen Modus. In Nations at War. Oh mein Gott, da fliegt einfach eine Granate. Welchen Modus ihr besser findet. Und ja, ich finde beide Modi haben was. Und machen auch beide Spaß, ganz ehrlich. Wie komme ich jetzt hier nochmal in die Ego-Ansicht? Das wüsste ich jetzt gerne. Ah ja, V war's. Oh, das war ein Heady. Der hat gesessen. Hier ist einer. Oh mein Gott, wir wurden schwer getroffen. Puh. Da drüben ist einer. Wir werfen mal ein Handgranätchen. Pow! Ist wenigstens in die richtige Richtung. Und jetzt laden wir erstmal nach. Wir haben keine Munition mehr. Na komm, laden nach, du Otto. Das wird ein ekliger Häuserkampf. Oh mein Gott. Und da kam eine Granate reingeflogen. Ich weiß nicht, ob die gesehen haben. Oh! Da jumpt der Offizier rum. Okay, ist eine Kompanie schon vorne? Noch nicht. Wir laufen mal noch mal ein bisschen näher hin. Kamerad, schießen Sie denn nicht auf uns? Sie Schlawiner. Muss mir auch merken, mit den ganzen Einheiten, hier beispielsweise vom normalen Soldaten, er kann instant von, hat einen extra Knopf, wo man direkt zum Nahkämpfer wird, ne? Das darf ich nicht vergessen. Das muss doch ein bisschen in mein Hinterköpfchen rein. Ja, oh mein Gott, der Bunker wurde zersprengt. Ich wusste nicht, dass sogar Bunkerlagen zerstört werden können. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber normale Artilleriestellungen habe ich noch nicht gesehen. Nur halt die Mörser, wo hier überall rumstehen. Normale Flachs aber noch nicht. Aua! Sprung! Haha, Sprung, Captain, vorwärts! Vorwärts! Mensch! Oh Gott, deswegen, oh Gott, deswegen, oh Gott, deswegen, oh Gott, deswegen. Warum gibt es hier keinen Bunker nach unten? Da oben schießt einer. Ah, den erwischen wir nicht. Ah, ich glaube, den hat sogar gerade einer erwischt. Nachladen. Ah nein, nicht das Bajonett runtermachen. Bist du der Beschlopp? Mach doch das Bajonett drauf! Wo soll's nachladen? Hilfe! Okay, nein. Angeblich ist es hier nicht drauf. Deswegen drücke ich trotzdem nochmal T. So, ist es jetzt drauf oder ab? Danke sehr, der hat mich geheilt. So, jetzt wieder drauf. Das war nämlich ein Anzeigefehler. Oh, jetzt habe ich wieder ein Bajonett. Oh Gott, jetzt sagt die Maus, wenn er Handgranate. Oh Gott, mein Herr. Oh, da. Wow.
Da habe ich echt... Oh mein Gott, hier wird alles ja voll beschossen. Da habe ich echt schlecht geziert. Mediziner, Schütze, Offizier, Ingenieur. Ingenieur. Artillerist. Ah, da gibt es eine extra... Wir machen mal kurz Ingenieur. Vielleicht können wir da irgendwie was Tolles machen. Hier gibt es einen Bunker. Wohin kommt man hier? Ist das ein geheimer Tunnel? Okay, Ingenieur, Q. Rechts Mausklick. Okay, Sandsäcke, Stacheldraht. Maschinengewehr können wir nicht bauen, ist schon ein verfügbar. Sprengladung. Ah, hier ist ein direkter Zugang zum Bunker. Ah, da spart man sich 5 mehr. Toll. Aber das Sprengen, das könnte man sich mal genauer angucken. Weißt du, haben wir auch alle normalen Waffen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Otto, renn! Renn, Otto! Lass mich doch hier raus! Oh mein Gott. Haben wir irgendwas, was ich nützlich einbauen könnte? Sprengstoff. Ne. Stacheldraht. Ah, Hilfe. Lass mich doch hier. Ich kann kein Stacheldraht hier platzieren. Okay. Okay, wir verlieren den Punkt direkt vor unserer Tür. Das ist kacke. Ein Ingenieur kann hier nicht viel helfen. Was heißt? Doch, wir machen nochmal Ingenieur. Bin ich jetzt Artillerist? Ne, Ingenieur. Na komm. Unsere Männer brauchen Verstärkung. Wir haben C verloren. Ui, das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Ich finde es auch schön, dass man nach und nach erst alles erobern muss. Und nicht direkt zu E stoßen kann. Dass man wirklich zuerst C muss und dann muss man weiter zu D und dann E. Ja, das finde ich wesentlich schöner, als dass man hier jetzt direkt E einnehmen kann. Und dann da hinten spawnen kann, wie bei Battlefield der Fall ist. So finde ich es in dem Fall interessanter sogar. Okay. Da, hilf mir Obama. Hilf mir Obama. Lol, wie der ist einfach überlebt. Wie ein Junge Gott. Jetzt ist er tot. Hat auch nicht so viel überlebt. Lol, ich treffe da einfach nichts. Und ich habe keine Munition mehr. Ich wollte eigentlich da alles in Luft sprengen da vorne. Weil, jetzt haben die Alliierten gewonnen. Das ist ja gestern nicht so gut. Verdammte Axt, das war ein Blitzkrieg. Die haben auf jeden Fall was gepatcht. Man kann nicht mehr ganz so einfach überall hochspringen. Man muss schon ein bisschen mehr die Leiter nutzen. Instant B eingenommen. Okay, ja, B ist ja unsere. Meine C ja natürlich. Ich Trottelinski. Vorwärts, Männer! Ui, was hier für Löcher schon hier reingesprengt worden sind. Vorwärts! Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Alter, der ganze Wald brennt hier. Was ein Spiel ist, was wir uns auch eigentlich mal angucken müssen, ist Heroes and Generals. Ist ein Zweiter Weltkriegs-Shooter, aber auch sehr interessant sogar. Könnte euch auch gefallen. Vielleicht sagt es den einen oder anderen schon was. Ist aber eher unbekannter. Betone liegt auf unbekannter. Den haben wir. Ah, läuft, glaube ich, besser auf dieser Seite. Obwohl hier, wie gesagt, Bewaffnung und alles Mögliche ist. Gleich, wir gehen mal kurz in den Graben rein, dass wir nachladen können. Oh mein Gott, das ist eine Handgranate. Oh mein Gott. Ach, weil, wisst ihr was? Ciao! Einfach mal einen Granat geworfen. Irgendeinen wird schon erwischt. Liebe Kinderchen, macht das nicht. Oh. Ich glaube, hier auf der Seite ist ein bisschen koordinierter, habe ich das Gefühl. Das Gefühl, wie gesagt. Ah, den treffe ich nicht. Weiter vor.
Geh mal kurz in den Graben und laden nach. Oh Gott, der ist hinüber. Die sind alle hinüber hier. Das Zielen ist hier immer ein bisschen squishy. Ich gehe mal mit zu der Gruppe da drüben. Die scheint sich gut hier weiter vorzukämpfen. Wie la Frau, ja, ja. Schnell in den Graben, schnell in den Graben. Ah! Gut, Leute, gut, Leute. Oh, 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 oh. Hab ich dich. Junge, du darfst mich nicht rausschubsen. Schlawiner. Bräuchten hier Verstärkung? Oh, das hat er nicht kommen sehen. Er hat mich gesehen, aber ihn hat er nicht gesehen. No! Oh, das war zum Glück nein. Eigenschaden ist wohl deaktiviert. Gut zu wissen. Oh, den haben wir erwischt. Das ist auch mies, aus was für einem Winkel man hier teilweise schießen kann. Wir bleiben mal hier ein bisschen in Deckung. Die überfliegen Handgranaten rum. Solche Schlawiner. Oh, ho, 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 ho. Ja. Jetzt sind wir hier vorne direkt gespawnt. Ich habe mich in eine Kompanie angeschlossen. Da ist es schöner da. Man spawnt dann wirklich direkt vorne. Und das ist doch ein bisschen eine andere Map. Merke ich jetzt gerade. Hier fehlt ja die Stadt inmitten. Vorwärts, Männer! Granate. Pow. Nicht getroffen, Schnaps gesoffen. Oh doch. Einen habe ich ein bisschen verletzt. Der ist auch hinüber. Da sind ein paar Boys und Girls. Oh, 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 wir sind gleich tot hier. Oh Gott, hier, die Bunker lang. Normalerweise sollte man hier... Ich habe eine Idee, was wir machen. Wir sprengen den Bunker da vorne. Wir kommen hier jetzt nochmal her als andere Einheit. Können wir Ingenieur... Nein, man kann hier keine Ingenieur machen. Können wir auch nicht. Ingenieure sind ausgebucht. Dann hätte ich gesagt, wir spielen mal kurz Ingenieur, dass wir da vorne eine Bombe legen können. Ne? Ah, jetzt habe ich natürlich mein Leben hier so verwirkt. Vielleicht jetzt? Kraftung stirbt zuletzt. Vielleicht jetzt? Mann, nirgends ist Ingenieur frei. Willst du mich verarschen? Medizin wäre vielleicht auch sinnvoll, ne? Hier, 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 hier ist auch ausgegraut. Warum? Ich will Ingenieur werden. Egal, wir spawnen jetzt hier wieder rein. Dass wir hier vorne an der Front sind beim brennenden Baum. Vorwärts, Männer! Der Bunker hier ist wirklich ein Dorn im Auge. Da oben hin stelle ich mich nicht. Vorwärts. Oh, den hat's erwischt. Ich hab's gesehen, dass da eine Granate geflogen ist. Vorwärts! Ah! Oh. Ich hätte vielleicht nicht springen sollen. Aber wir kommen langsam weiter vor. Ich spawn mal nicht hier weiter. Obwohl, wir gucken. Gibt immer noch keinen. Immer noch keinen, immer noch keinen, immer noch keinen, immer noch keinen, immer noch keinen. Schade. Beidrehen. 10 Sekunden warten. Ah! Oh mein Gott. Meine gefallenen Brüder. Ja, aber wir kommen hier besser durch. Wir kommen hier besser durch auf jeden Fall. Die Map ist auch ein bisschen einfacher, ganz ehrlich. Oh, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, der traut sich was. Allein einfach hier rüber. Panzersperren kann der auch bauen. Cool. Das ist ja cool. Man braucht halt einfach nur... lass mich rein. Man braucht einfach nur Materialien. Okay, okay. Wenn man die findet, natürlich. Irgendwo sind die natürlich. Lad halt schneller nach. Und ich werfe eine Handgranate. Na, na, na. Oh, gut, wir haben einen erwischt. Wir erobern D.
Wunderbar, wunderbar. Wir haben den Außenposten hier erobert. Wir bräuchten eigentlich mal einen Medic. Aber den werden wir hier nicht bekommen. Und schon bauen die hier ihre Unterlagen auf, dass die Leute hier spawnen können. Das finde ich wirklich praktisch. Das wissen aber nicht so allzu viele, dass das geht. Ah, daneben. Ich habe Aim wie eine Schildkröte. LOL, er ist ein junger Gott. Er ist tot. Er ist kein junger Gott. Oh. Er hat das Maulwurfspiel gespielt. Und gewonnen. Ein Schlawin. Dürfen wir jetzt vielleicht... Nein, Ingenieur dürfen wir nicht mehr werden. Zumindest nicht auf dieser Seite. Aber jetzt wechsle ich nicht mehr rüber. Vorwärts, Männer! Oh mein Gott. Der wurde auch kurz und klein geschossen. Oh, oh. Granate war dumm gelegt. Angriff! Oh! Voll weggeschossen. Aua. So läuft das im Krieg, ne? Viele fallen und wenig kommen durch. Oh mein Gott. Das spiegelt aber das Game halt wirklich sehr gut wider, weil es ist nicht so, wie es in Battlefield sagt, dass ihr 5 Millionen Schüsse aushaltet und dann weiter rennt. Es ist halt so, dass sie einmal getroffen werden und dann halt nicht mehr weiterkämpfen könnt, ne? Oder zumindest bis zu einem gewissen Grad. Und ich glaube mal, das war's soweit von dieser wunderschönen Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und von dem her, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.